Hallo und herzlich willkommen auf dem Damm und gleich auch im Wald. Aber erstmal nur auf dem Damm, weil den brauchen wir jetzt gleich. Ja? Ich dachte, ich mache im Rahmen von einem ganz kleinen Werbebeitrag und damit da nicht nur Werbung drin ist, eben auch ein bisschen Substanz, also viel Substanz, ein bisschen Werbung, mal zu diesem Gebiet hier noch ein Video. Ich will auch nicht gleich alles verraten, weil, und da kommt auch schon der Werbeteil, zu diesem Gebiet hier, diesem Wäldchen, also das, was wir jetzt gerade sehen können, plus allem, was da hinten noch so ist und so weiter und so weiter. Dazu wird es bald eine Führung von mir geben, Details dann gleich. Die ist in Kooperation mit der Volkshochschule, das wollte ich schon immer mal machen, das hat mein Vater früher gemacht und dementsprechend in diese Fußstapfen trete ich gerne und freue mich da sehr, dass ich das machen darf. Und zweitens würde ich mich natürlich freuen, wenn da dann auch ein paar Leute dran teilnehmen. Ein ganz paar Leutchen haben sich auch schon ohne meine Mithilfe angemeldet, beziehungsweise ohne dass man mit Social Media zusätzliche Reichweite generieren kann. Ich weiß nicht, wie das andere Dozenten der Volkshochschule machen, dass sie dann irgendwie ja, ihre Führungen vollkriegen. Muss wohl interessant klingen oder man muss einfach hoffen, dass die Leute da einfach Interesse dran haben. Wenn das auch langjährig etablierte Veranstaltungen sind, ist ja häufig auch so. Ich hoffe, dass ich meine Veranstaltung vollkriege, indem ich ein kleines bisschen meine, naja, ich sag mal überdurchschnittliche Social Media Reichweite verwende, um da ein bisschen nachzuhelfen. Ne? Drum, das ist die Motivation für dieses Video, aber abgesehen von dem kleinen Werbeblock und dem weiteren Werbeblock am Schluss und vielleicht die Tatsache, dass ich das zwei, dreimal eventuell irgendwo zwischendurch nochmal sage, nicht böse sein, war es das dann jetzt auch fürs Erste, auch schon gleich mit dem Werbeblock. Ja, also wo wir hier stehen, ist eine ganz besondere Landschaft, beziehungsweise ist eine Renaturierungsexperiment, möchte ich fast sagen. Tatsächlich hat man gar noch nicht so viel Erfahrung mit Renaturierungsmaßnahmen in der Flussnähe. Und Flussnähe haben wir hier. Und genau darum geht's. Und da möchte ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Also was ihr hier seht, ist ein zusammengebrochener Eschenbestand. Zusammengebrochen ist er wegen Eschentriebsterben. Dazu gleich später noch mehr. Aber der markiert, weil es eben ein Eschenbestand war, eine besondere Waldform, nämlich eben ein Wald, der ziemlich stark von Wasser geprägt ist, von der Nähe zum Wasser und zwar zum großen Fließgewässer, wenn es sich um Eschenbestand gehandelt hat. Esche ist neben Eiche und Flatterulme vielleicht, ja, das sind vielleicht die drei wichtigsten Bäume der sogenannten Hartholzaue. Um eine solche handelt es sich hier, wenn auch im jungen Zustand. Ne? Eine Hartholzaue ist dadurch gekennzeichnet, dass sie so einen Abstand zum entsprechenden Fließgewässer von, je nachdem, wo man sich befindet und wie groß das Gewässer ist, ein paar hundert Metern oder halt eben 50 Metern hat und dann verliert sich eben der Auencharakter, wenn der Fluss dann noch weiter weg ist. Das bedeutet, eine Überschwemmung des Flusses kann den Wald nie wieder nicht erreichen, selbst wenn es eine krasse Überschwemmung ist. Und dann wird aus einem Auwald oder sagen wir mal auengeprägten Wald ganz schnell ein eben normaler Wald, sage ich jetzt mal, ohne besonderen Einfluss von großen Flüssen, die eine Überschwemmung auslösen können. Ne? So, und hier eben dadurch, dass da Esche stand, darf man diesen Auencharakter vermuten und den gibt es nämlich auch, weil nämlich die Murg, der dazugehörige Fluss, ist ja, ungefähr 300 Meter dahinter. Den sehen wir nachher auch noch schnell, nur der Vollständigkeit halber, aber damit ich jetzt hier mal einen kleinen Überblick geben kann, sehen wir sie jetzt halt gerade eben nicht. Ihr braucht ein bisschen Fantasie, aber sie ist da, versprochen. Ja. Zu jedem größeren Fluss gehört natürlich auch ein Damm. Auf Selbrigen stehe ich hier, vielleicht so noch mal ein wenig besser zu erkennen. Und der Damm ist natürlich dafür da, dass wenn es dann mal ein Hochwasser gibt, das Hochwasser halt eben nicht über den Damm bitte hinaustreten möge, um die Agrarlandschaft hier unter Wasser zu setzen, weil je nachdem, was dann gerade auf dem Feld steht, wäre das natürlich ein bisschen schade, weil das wäre dann weg. Und ja, das ist, die Felder dürfen also insgesamt einfach nicht so häufig überflutet werden, sonst ist das der Landwirtschaft eher hinderlich. Ja, und das ist auch schon seit vielen Jahrhunderten so. Das ist also nichts Neues.
ist, dass man versucht hat, irgendwie den großen Flüssen das Land in ihrem Einzugsbereich so ein bisschen mit wegzunehmen. Man hat versucht, Entwässerungsmaßnahmen eben gerade, wie gesagt, im Flusssaum vorzunehmen oder dann eben später, spätestens seit Tulla, Johann Gottlieb heißt er so, na, weiß ich nicht genau, aber Tulla jedenfalls, der Typ, der den Rhein begradigt hat, und spätestens seit er damit angefangen hat, hat man eben auch andere große Flüsse, zumindest in Südwestdeutschland, begradigt, in anderen Teilen Deutschlands und Europas, muss man sagen, selbstverständlich auch. Und ja, dann fließen sie erstens schneller, zweitens können sie schneller Wasser abtransportieren, drittens sind sie schiffbar, je nachdem, wo das dann eine Rolle spielt, oder zumindest flößbar. Das war zum Beispiel hier historisch in der Murg ein ganz großes Thema, dass man eben Flöße durch die Murg transportieren konnte und das auch getan hat. Das ging ein Stück weit auch schon, bevor sie begradigt wurde, aber davon wollen wir jetzt nicht anfangen. Ne? Jedenfalls hat man das Wasser besser unter Kontrolle gehabt. Dachte man zumindest. Das Resultat nämlich dieses massiven Eingriffs in die Naturlandschaft war, dass man im Regelfall den Fluss super unter Kontrolle hatte und wunderbar direkt neben dem Fluss, es gab nämlich ursprünglich noch einen zweiten Damm, auch eben genau direkt neben dem Fluss, der verhindert hat, dass da jemals bei Hochwasser, bis auf ganz seltenen extremen Ausnahmesituationen, Wasser über den Damm gekommen ist oder durch den Damm gekommen ist. Und dieser ursprüngliche Auwald wurde eben durch die Begradigung des Flusses und mit Damm versehen des Flusses quasi, ja, nicht trockengelegt, aber doch erheblich trockener zumindest gelegt. Und das war dahingehend interessant, weil in so einem Auwald kann man nicht wirklich Forstwirtschaft betreiben. Da hat man ständig nasse Füße, da kann man nicht vernünftig einen Baum fällen. Und wenn man ihn fällt, dann kann man ihn nicht rausholen, weil beim Versuch, den da rauszuzerren, versinkt das Rückgefährt im Matsch, die Maschine im Matsch und alles andere auch im Matsch, was da irgendwie daran beteiligt wäre, zu versuchen, da eben das Holz dann aus dem Walde rauszuholen, weshalb eben direkte Auwälder mit häufigem Wassereinfluss, noch durchzogen von Altarmen des ursprünglichen Flusses, beziehungsweise noch viel früher, als hier eben noch gar nichts begradigt war und hier noch kein Damm existierte, nirgends, war das hier alles eine meandrierende Landschaft von verschiedenen Armen des Flusses. Der hatte wohl einen Hauptlauf, aber mindestens noch 3 oder 4 weitere Nebenläufe, die hier einfach für eine konstante, ja, ich sag jetzt mal nicht Überschwemmung gesorgt haben, aber doch für ein sehr viel Wasser im Boden. Ja? Und das hat einfach eine Bewirtschaftung unmöglich gemacht. Und gab es dann mal die kleinste Überschwemmung, dadurch, dass das Ganze ohnehin schon so nass war und hier keinerlei Hügel zu sehen sind oder Ähnliches, ne? Die sind auch wirklich nicht da, führte das dazu, dass sobald das Wasser ein bisschen angestiegen ist, eben gerade gleich die Wiese unter Wasser stand und dann war es das mit der Landwirtschaft. Ja? Und ja, drum hat man sich eben entschieden, direkt am Fluss einen Damm zu bauen. Wie gesagt, da kommen wir nachher noch hin. Das ist jetzt nur so ein bisschen der Kontext und der Hintergrund, wieso die Landschaft hier aussieht, wie sie aussieht. Und nachdem man dann festgestellt hat, dass dieser Damm zwar dazu führte, dass hier nicht mehr so häufig nass wurde, aber wenn es dann doch mal Hochwasser gegeben hat, und zwar das vom Rhein, ich blende euch mal eine Karte ein, wir sind nicht allzu weit weg vom Rhein, dann hat die Tatsache, dass der Rhein schon voll war und die Murg, die von da gekommen ist, von da hinten gekommen ist, dann hier entlang, ja, und da vorne dann irgendwo in den Rhein, das gab Rückstau. Ja? Also die Murg konnte nicht in den Rhein reinfließen, weil der war ja schon voll. Der konnte das Wasser also nur langsam abtransportieren. Hier kam aber viel Wasser runter. Das Wasser hat sich also das Murgbett hochgestaut, sozusagen. Und am ersten Punkt, wo das Murgbett dann wieder einigermaßen breit wurde, und je weiter hoch es ging, desto größer wurde der Druck. Es kam was nach, unten konnte nichts wegfließen. Es gab Stau, wir kennen alle Stau, ne? Jeder war mal auf der Autobahn. Und irgendwann sind dann halt die Dämme durchaus auch mal gebrochen, mit dem Erfolg, dass dann Teile von Rastatt, das ist hier die örtliche Stadt, das seht ihr auf der Karte auch, unter Wasser standen. Ja? Und was macht man da? Naja, entweder man baggert den Fluss tiefer, damit der Fluss schneller fließt und schneller Wasser abtransportieren kann. Das funktioniert aber nicht wirklich, weil das müsste man mit dem Rhein auch machen, um diesen Rückstaueffekt zu verhindern. Das wäre also erstens unbezahlbar, zweitens ökologisch eine Katastrophe. Und daher hat man mal ein bisschen überlegt, ja, wie war denn das früher? Gab es hier früher auch ständig Überschwemmungen, die die halbe Stadt zerlegt haben? Nein. Ja, und der grundlegende Grund dafür ist einfach, dass der Fluss Platz hatte, sich auszudehnen. Er war nicht in ein ganz enges, kleines Korsett gezwängt mit Damm direkt neben dem Ufer, also wirklich direkt Wasser, 5 Meter,
Damm. Ne? Und ja, okay, von mir aus auf 15 Meter. Aber trotzdem nicht viel Platz zwischen Wasser und der näheren Umgebung, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend keine Möglichkeit, irgendwo das Wasser aufzufangen. Und das hat man jetzt geändert. Man hat also den Damm, der den Fluss eingesperrt hat, entfernt. Den gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es jetzt noch den Damm, auf dem ich stehe. Und all dieser Wald, den wir hier jetzt sehen können und den wir gleich noch sehen werden, der ist jetzt Wasserretentionsraum bzw. Wasserrückzugsraum im Fall von Hochwasser. Das bedeutet, es soll überschwemmt werden. Nach dem Motto, wir opfern einen Teil der Landschaft, machen in diesem Teil nur noch, ich sag mal, speziellere Forstwirtschaft. Und genau darum geht es ja dann, wenn man dann hier zum Beispiel an einer Führung meinerseits teilnimmt und passen uns dem Wasser an. Das Wasser holt sich den Wald zurück und wir müssen irgendwie damit leben. Nicht wir machen uns unseren Lebensraum so, wie er uns gefällt, wie de wit, firalala oder so ähnlich. Wie hieß das bei Pippi Langstrumpf? Sondern wir passen uns hier wirklich den biologischen Gegebenheiten an. Das ist Land, das gehört dem Fluss im Grunde, ja, beziehungsweise der Fluss dominiert es so sehr, dass man da, wenn man dem Fluss jetzt einen eigenen Willen und Besitzansprüche unterstellen möchte, natürlich, was natürlich, ja, ne, es ist ganz leicht esoterisch angehaucht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Jedenfalls führt das dann dazu, dass man sich eben den Naturgewalten anpassen muss und nicht andersrum versuchen muss, sich die Landschaft so anzupassen, dass die Naturgewalten quasi draußen bleiben müssen. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht möglich. Die Naturgewalten bleiben nie draußen. Sie bleiben vielleicht häufig draußen und sie kommen seltener. Aber wenn sie kommen, dann hält sie auch so ein kleiner popeliger Damm nicht auf und dann kommen sie richtig. Und dann haben wir massive Schäden. Und daher ist eben wirklich die Idee, lieber diese Fläche regelmäßig überfluten lassen und dann eben kaum Schäden haben, weil die Fläche geeignet ist, um überflutet zu werden. Weil es sich peu à peu immer mehr um einen Wald handelt, der mit Überflutungen wunderbar klarkommt. Und genau dieser Wandel in diesem Waldstück vom, ja, ich sage mal, trockengelegten Wald, der sich immer weiter weg vom Auwald entwickelt hat und der jetzt seit 8 Jahren stattfindenden Rückverwandlung in einen Auwald, wirklich auch wieder mit Auendynamik und wieder Aufkommen von Wasser an Stellen, wo es lange, lange ausgetrocknet war. Es waren die letzten Jahre auch sehr trocken, weshalb wir eben wenig Überschwemmungen hatten. Aber in einer Phase, in der es mal wieder ein bisschen nasser ist, die könnte auch mal irgendwann kommen, muss nicht, könnte, dann wird das hier auf jeden Fall ein ganz anderer Wald sein, als bevor man den inneren, also den direkt am Bach, Fluss, Entschuldigung, Damm entfernt hat. Und das ist also eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Hier ist richtig Dynamik im System. Ja, und hier nochmal der Werbeblock. Das kann man sich dann bei besagter Führung angucken, wenn man dann da Lust hat und von mir kommentiert bekommen. Besagte Führung wäre übrigens auch nur in Anführungszeichen 3 Stunden lang. Für meine Verhältnisse ist das kurz. Ich versuche das auch wirklich mein Bestes zu tun, dass das nicht 4 Stunden werden. Und wäre also auch für Leute, die nicht ganz so gut zu Fuß sind, machbar. Man kann sich zwischendurch auch hinhocken, man kann sich ein Hockerchen mitnehmen, man kann sich auf dem Baumstumpf sitzen, wo es dann gerade einen gibt, zur Not auch auf dem Boden, wer da keine Probleme mit hat. Also das wäre dann auch wirklich für Leute, die eben nicht ganz so gut zu Fuß sind, machbar. Es gibt keinerlei Steigung, mit Ausnahme von dem Damm hier. Den muss man rauf und runter. Das war es dann aber auch, vielleicht auch mehrfach. Aber das ist das Einzige, was es an Steigung gibt. Der Rest der Landschaft ist flach und die Wege sind alle gut zu begehen, bis auf ganz paar kleine Mini-Ausnahmen. Da muss man dann aber auch nicht unbedingt zwingend mit. Ja, so, das wäre der Werbeblock. Alles weitere Details zur Veranstaltung findet ihr dann unten in der Videobeschreibung beziehungsweise dann ganz am Schluss nochmal, wer da noch zuhören mag. Gut, jetzt habe ich ja gesagt, hier ist der Wald jetzt eher niedrig. Das liegt daran, dass wir hier ein Problem hatten, und zwar das Eschentriebsterben. Das Eschentriebsterben ist ein Pilz, eine Pilzerkrankung, verursacht von einem Pilz namens das kleine weiße Stängelbecherchen. Klingt sehr sympathisch. Je nachdem, wenn man Eschen nicht mag, dann ist es das vielleicht auch. Wenn man hingegen Eschen mag, ist es vielleicht jetzt nicht der sympathischste Pilz, den die Landschaft so zu bieten hat, weil es rottet halt wirklich bis zu 95% des Eschenbestandes aus. Und dieses bis zu ist sehr realistisch, dass es auch tatsächlich zu diesen 95% kommt, vielleicht sogar noch etwas mehr. Und ja, das Resultat sehen wir da hinten. Wie gesagt, das war mal ein Eschenaltbestand, jetzt ist es ein
Kuddelmuddel aus allem Möglichen, was nach dem Absterben und Entfernen der Eschen übrig geblieben ist, beziehungsweise langsam wieder hochkommt. Und das wäre jetzt eben unser erster Stopp und unsere erste etwas detailliertere Beobachtung, die wir hier machen wollen, denn da gehen wir jetzt mal rein. So, und deswegen bis gleich. So, ich stehe hier jetzt mal vor dem jungen neuen Wald, der hier langsam wächst. Und das ist wirklich eine Augenweide. Dieses Ding ist unendlich artenreich, wirklich sensationell. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich sowas noch nie gesehen habe, das wäre jetzt gelogen, aber es ist schon wirklich ganz, 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 ganz toll. Und vor allen Dingen toll ist auch die Dichte. Es bildet sich hier wirklich eine grüne Wand am Rande dieses Waldes, die völlig undurchdringbar ist. Und ja, wie ganz oft in Situationen, in denen man ein neues Ökosystem bzw. ein altes Ökosystem zurückbringt, ist das erstmal schlagartig eine große Veränderung für die Natur. Es ist ein schlagartiger Wechsel der Ökosystembedingungen, sprich die Lebensbedingungen, die die Pflanzen kannten seit vielen, vielen, vielen Jahren. Der Damm da hinten war alt, den gab es Jahrhunderte. Zumindest ein Jahrhundert. Ja? Und das bedeutet, dass sich schon die meisten Pflanzen daran gewöhnt hatten, dass eben die Überschwemmungen nur noch sehr, 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 sehr selten vorkommen. Und jetzt ist es hier wieder nasser geworden, auch gerade dieses Jahr beispielsweise. Insgesamt auch die Regenfälle dieses Jahres, also 2023, wenn ich aufs Datum dieses Videos gucken möchte, haben dazu geführt, dass die jungen Pflanzen, gerade auch die jungen Pflanzen, wirklich üppig in die Höhe sprießen konnten. Ja, und das Resultat ist, ohne Machete kein Durchkommen. Ja, wirklich überhaupt keine Chance, hier durchzubrechen. Und wenn man da reinguckt, sieht man, dass das wirklich zig verschiedene Blätter sind. In jeder Ecke sieht es anders aus. Und ich will hier jetzt auch gar nicht groß jede Pflanze bestimmen. Aber auffällig ist natürlich das Zeug hier. Das ist die Waldrebe, Clematis vitalba, ist eine unserer Kletterpflanzen, eine unserer rankenden Pflanzen. Davon haben wir gar nicht so viele in Deutschland. Wilder Wein wäre ein Beispiel. Den haben aber auch die Römer mitgebracht. Eben die Clematis wäre ein Beispiel. Hopfen, ne? War ja auch mal ursprünglich wild vorhanden, im Gegensatz zu dem, was die Römer mitgebracht haben, war Hopfen schon immer hier. Ja, wir haben zwischendrin, nur als Beispiel, hier den Feldahorn, ne? Also ein richtiger, ja, wenn er dann ganz groß wird, Baum, so Strauchbaum, ne? Sowas irgendwo dazwischen, gehört in jeden guten, biologisch wertvollen Waldmantel rein, war schon immer da, wird nie weg sein, darf man zumindest hoffen. Und also eine tolle Bereicherung des Ganzen. Wir haben die Kornelkirsche, die ist hier das da mit den runden Blättern, die auch tatsächlich essbare Früchte ausbilden kann. Also auch für viele Tiere sehr, sehr interessant. Blüht auch schön gelb. Und wir haben, und das ist eben typisch für eben Lebensräume, in die man stark eingreift, die Bedingungen ändern sich so schnell, dass auch für fremdländische Pflanzen, sogenannte Neophyten, fast immer irgendwie ein bisschen Zeit da ist, mit in das neue Ökosystem einzudringen, insbesondere wenn sie sehr wuchsfreudig und sehr ausbreitungsfreudig sind. Sieht man auch hier zum Beispiel ganz schön, das ist die Robinie. Ne? Robinia pseudo-Akazia, auch falsche Akazie genannt. Manche Leute sagen irrtümlicherweise einfach nur Akazie dazu, das ist sie nicht, sie ist keine Akazie. Das ist dann nochmal was ganz, ganz Krasses und dafür ist es bei uns noch wirklich zu nass. Hingegen trotzdem, die Robinie ist eine der trockenheitsresistentesten Pflanzen, die es so gibt, die sich eben durch den Wechsel hin zur Trockenheit, seit das Ganze eben kein Auwald mehr war, hier etablieren konnte. Und es wird sehr, sehr spannend sein über die nächsten Jahrzehnte. So lange dauert das, das ist halt nun mal Natur, die lässt sich Zeit, zu gucken, ob sich die Robinie möglicherweise jetzt langsam wieder verdrängen lässt und eher nachlässt, das ist sie hier, ne? Der Mutterbaum, das Großexemplar, und eher im Bestand wieder zurückgeht, eben weil ja jetzt das Wasser langsam zurückkommt. Also momentan kriege ich hier noch keine nassen Füße, aber sobald es mal ein bisschen regnet, wird diese Landschaft hier sehr schnell sehr wassergesättigt und dann kann man hier gar nicht mehr so einfach ohne größere nasse Füße rumlaufen. Insbesondere je weiter man da reinkommt und je näher zum Fluss, desto extremer wird das. Eindeutige Anzeichen für die Anwesenheit eines Auwaldes bzw. einer Aulandschaft sind dann diese wunderbare Pflanze hier. Ne? Das ist eine Weide und zwar, kein Mensch weiß, was für eine. Gilt grundsätzlich bei Weiden. Weiden
hybridisieren ständig miteinander. Bedeutet, jede beliebige Weide kann sich mit jeder beliebigen Weide fortpflanzen und dabei kommt irgendwas raus, was sich dann gegebenenfalls auch weiter fortpflanzen kann, manchmal auch nicht. Manchmal ist es ein sogenannter Bastard, das heißt halt wirklich so, bedeutet, ist steril und kann sich selbst nicht weiter fortpflanzen, aber häufig entsteht da irgendeine Kopplung aus Silberweide und zum Beispiel Bruchweide, die dann als diese Kopplung weiter vermehrungsfähig ist, weshalb es sehr schwierig ist, Weiden anhand ihrer morphologischen Merkmale, sprich wie sie aussehen, 100% exakt zuzuordnen, was das jetzt genau für eine Weide ist. Daher habe ich das auch nie gelernt und versuche es jetzt auch gar nicht. Ne? Aber ich kann euch garantieren, es ist eine Weide und hat so ein bisschen Anteile von wahrscheinlich Silberweide mit drin. Ja, dann haben wir als nächstes eine Pappel und zwar in diesem Fall hoffentlich sogar die richtige Schwarzpappel. Leider ist es mit der Pappel genau wie mit der Weide. Man weiß nie genau, ob man eine reinrassige Schwarzpappel hat oder eben ein Hybrid mit irgendeiner anderen Pappel. Aber auch die gehört hier unbedingt in diesen Wald rein, ist ihr natürlicher Lebensraum. Ist einer unserer beeindruckendsten, schnell wachsenden, größten und höchsten Laubbäume überhaupt, die Schwarzpappel. Sie wird forstlich nicht sehr geschätzt, weil sie kein gutes Holz gibt. Also im Grunde wirklich eigentlich nur Brennholz oder für die Produkte wie Pommesgabel oder, keine Ahnung, Eisstiele, Zahnstocher, sowas in die Richtung. Ja? Und was bist du? Du bist irgendeine Kirsche, bist du... Ja, das ist auf jeden Fall eine Kirsche. Ich habe leider keine Kamera, wo man solche winzig kleinen Details gut sehen kann, aber am Ende des Blattes... Ja, Moment, machen wir eins ab. Hier am Anfang vom Blattstiel findet man am Ende vom Blatt so zwei kleine Drüsen. Die kann ich euch, wie gesagt, unmöglich zeigen. Das gibt die Kamera nicht her. Aber diese Drüsen nennen sich Nektarien. Daran kann man immer eine Kirsche erkennen. Und wenn man dann wissen will, was für eine Kirsche genau, und ich befürchte, das ist die ich hier nicht haben möchte, kann man einen Geruchstest machen, indem man die etwas ältere Rinde ein bisschen einritzt. Das reicht schon mit dem Fingernagel. Und dann mal riecht. Ja, das habe ich befürchtet. Ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt gesehen hat, aber ich habe gerochen. Und der Geruch ist sehr charakteristisch von Prunus serotina, der spätblühenden oder auch gerne amerikanischen spätblühenden Traubenkirsche. Die ist leider auch ein Fremdländer und leider sehr invasiv. Das Gute ist, dadurch, dass hier alles wächst und wir hier eine riesige Artenvielfalt gerade wieder bekommen, in diesem wirklich wunderbaren Experiment für auch nur ansatzweise wissenschaftlich Tätige wie mich, ist das einfach eine wunderbare Fläche. Da entdeckt man jedes Mal, wenn man hier ist, was Neues und die Artenvielfalt ist einfach gigantisch für deutsche Verhältnisse. Gerade auch die pflanzliche Artenvielfalt, weil die ist nie besonders hoch, auch nicht in Wäldern im Regelfall. Immer geht so, aber hier halt eben zwischendurch mal doch. Und das macht schon richtig, richtig Spaß. Ja, wie dem auch sei, jedenfalls, was wollte ich denn sagen? Prunus serotina. Ja genau, wegen der hohen Artenvielfalt. Je größer die Vielfalt ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sich ausgerechnet eine fremdländische Art durchsetzt. Wenn sie sich nicht nur gegen irgendeine Anpflanzung unserer heimischen Arten, also sprich einen klassischen Forst, gegebenenfalls, schlimmstenfalls sogar noch eine Monokultur, was heutzutage hier keiner mehr pflanzt, also hier wirklich definitiv nicht, da kann ich die Hand für ins Feuer legen, in und um Rastatt rum, die Leute wissen, was sie tun, meine Kollegen, definitiv. Ne? Aber... Wie auch immer, jedenfalls, wenn es so eine Anpflanzung noch gibt, dann hat ein Neophyt bzw. ein invasiver Neophyt häufig leichtes Spiel und kann da einfach eindringen und sich da schnell ausbreiten und schnell dominant werden, eben weil wir nur einen Bruchteil der möglichen Vielfalt unserer heimischen Pflanzenwelt, die den Neophyten abwehren könnte, überhaupt nur vor Ort haben. Ja? Und das ist hier anders. Hier haben wir das gesamte Portfolio der heimischen Tier- und Pflanzen, auch viele, viele Tiere, viele unterschiedliche Tiere. Ja, definitiv das auch. Insekten vor allen Dingen. Es brummt und surrt hier überall. Und wir haben September. Ja? Das ist im Sommer nochmal ganz anders gewesen. Also im Hochsommer. Und ja, jedenfalls, je mehr Vielfalt, desto schwieriger für invasive Arten sich durchzusetzen. Ergo, je vielfältiger das hier hochwächst, desto unwahrscheinlicher, dass hier mal irgendwann noch mal irgendwas schief geht und sich irgendein böses, invasives Gemüse... Ja, Invasivität ist relativ, zum Beispiel das hier. Ja, der eine oder andere wird es vielleicht schon erkannt haben, auch wenn ich jetzt hier keine allzu nahe Aufnahme mache, aber das ist einfach die Walnuss. Die Walnuss zählt nicht mehr als invasiv.
Also invasiv zählte sie sowieso nie. Inzwischen zählt sie übrigens noch nicht mal mehr als Neophyt. Aber tatsächlich ist auch die Walnuss ein Mitbringsel der Römer. Bedeutet, die ist nur deswegen da, weil die Römer Lust auf Nuss hatten und sie entsprechend mitgebracht haben. Und tatsächlich auch Nussanbau wirklich betrieben haben. Zumindest wenn wir Pilinius dem Älteren glauben dürfen, der das notiert hat. Und ja, er hat sich zumindest... Pilinius ist eine fragwürdige Quelle im Übrigen. Aber er hat sich zumindest Mühe gegeben, die Dinge, die er gesehen hat, zu beschreiben. Er hat sich schlicht und ergreifend manchmal geirrt. Ich glaube nicht, dass er absichtlich Fake News, würde man es heutzutage nennen, verbreitet hat. Aber ja gut, da kann man sich wunderbar streiten. Und ich bin ja letzten Endes auch wieder kein Historiker, der sich mit Pilinius dem Älteren in allen Details auseinandergesetzt hat. Wie dem auch sei, jedenfalls, das ist eine Walnuss, dass man hier dann irgendwann mal richtig Nüsse bekommt. Nicht im großen Umfang. Die Walnuss gehört bei uns tatsächlich selten in den Wald, beziehungsweise sie schafft es selten, sich im richtigen bestehenden Waldbestand durchzusetzen. Aber manchmal klappt es halt eben doch. Und wenn die Ausgangsbedingungen und ein nährstoffreicher Boden vorhanden sind, also Ausgangsbedingungen im Sinne von, es ist erstmal viel Licht da, viele Nüsse können hochwachsen. Die Nüsse sind hier irgendwie hingekommen. Das muss erstens daran liegen, dass wir einen Altbestand an Nüssen haben. Des Weiteren ist eine Nuss schwimmfähig. Und wenn es ein Hochwasser gibt, dann könnte es sein, dass sie auch auf die Fläche einfach irgendwie getrieben wurde. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie hier eine Nuss hingekommen sein kann. Und ja, jetzt wächst sie hier, weil ihr Lichtbedarf hier eben kein Problem ist, weil Licht tatsächlich reichlich vorhanden ist. Und das macht das also wirklich zu einer außerordentlich bemerkenswerten Fläche. Ich hatte ja auch mal zwischendurch durchaus Befürchtungen, dass es mit der Wiederbewaldung hier gar nicht klappt, dass es sehr lange dauern wird, bis man diese Fläche wieder als, ja, bewaldet bezeichnen kann. Und jetzt kann man sich natürlich kloppen. Ist das hier jetzt ein Wald? Naja, streng genommen, schwer zu sagen. Man könnte es auch als Gebüschlandschaft oder Strauchlandschaft bezeichnen, weil von der Höhe her sich eben fast alles, was wir hier sehen können, noch nicht wirklich von Sträuchern unterscheidet. Ja, also das ist alles nicht auf tipptopp Waldniveau im Sinne von viele Meter hoch, bis auf wenige Ausnahmen, die dann halt eben doch schon mal ein bisschen größer geworden sind oder gar die eine Alteiche, die das Ganze hier noch überlebt hat, weil sie halt eine Eiche war und keine Esche. Das ist der simple Grund, warum die noch steht. Ja, und nochmal eine Nuss und vor allen Dingen auch jede Menge Haselnuss. Beziehungsweise Strauchhasel, Corillus avellana, die ganz normale Strauchhasel, wie wir sie kennen. Die sind hier noch recht jung, weshalb man hier auch noch keine Haselnüsse finden wird, aber eben auch die Strauchhasel macht hier mit. Und da ich ja gerade schon die Tiere erwähnt hatte, das hier war keine Forstmaschine, sondern eben jemand anders, der gräbt. Jemand mit vorwiegend dunkelbraunem bis schwarzem Fell und einer besonders kräftigen Nase, mit der sich wunderbar der Boden aufbrechen lässt. Ja, die Rede ist natürlich von Wildschweinen, die eben in diesem nährstoffreichen Boden auch jede Menge Bodentiere ausbuddeln können. Und die Tatsache, dass wir hier in dankenswerterweise ihnen hier so einen schönen Weg angelegt haben, das halt auch nutzen und auch auf dem Weg nach Tierchen suchen, weil hier im Unterholz, ja gut, da kommt das Wildschwein natürlich durch. Aber will es das? Das darf man eben mitunter auch mal ein bisschen bezweifeln. Das ist für die auch anstrengend und die laufen daher auch ganz gerne mal auf menschgemachten Pfaden, wo man einfach schneller und bequemer vorwärts kommt. Im Übrigen, die Esche ist nicht ausgestorben, auch wenn sämtliche Alteschen hier fehlen. Hier steht eine Junge, die auch schon immerhin wieder circa 2 Meter erreicht hat. Und ja, die Frage ist, sind diese jungen Eschen jetzt hoffentlich immun gegen den Pilz, der die alten Eschen zum Absterben gebracht hat? Das wissen wir leider nicht. Man kann es zum Teil vermuten, aber bisherige Ergebnisse, wo man mal das komplette Saatgut von Alteschen in einem Gewächshaus ausgepflanzt hat, damit es schneller wächst, weil grundsätzlich gilt bei forstwissenschaftlicher Forschung oder generell waldbiologischer Forschung immer, dass die Prozesse alle so langsam sind, dass Forschungsergebnisse nur eben innerhalb von, ja, schlimmstenfalls Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten zu bekommen sind. Das heißt, wir müssen das manchmal ein bisschen mit Gewächshaus ein klein wenig beschleunigen, gerade wenn Zeitmangel herrscht. Und bei der Esche muss man ihr bald helfen, sonst braucht man ihr nicht mehr helfen zu wollen. Und ja, da ist dann natürlich das besagte Gewächshaus eine gute Möglichkeit, den Anpassungsprozess von Eschenkeimlingen oder von Eschenjungpflanzen schneller beobachten zu können, schneller
Hersteller beurteilen zu können. Man kann im Gewächshaus Pflanzen wie diese hier künstlich mit dem Pilz infizieren, um eben zu gucken, bist du jetzt ein resistentes Exemplar oder bist du es nicht. Normalerweise interessiert sich der Pilz gar nicht so sehr für Jungpflanzen. Wenn man ihn aber explizit draufsetzt, also quasi dran schmiert sozusagen, dann versucht er trotzdem, die Pflanze zu infizieren. Das ist dann zu reizvoll für den Pilz und da kann man dann ganz gut erkennen, wie verhalten sich die einzelnen Jungpflanzen. Sind sie besonders empfindlich? Sind sie das Gegenteil von empfindlich, also sprich resistent? Oder gibt es sogar mal eine, die überhaupt keine Anzeichen von Pilzbefall zeigt? Die wäre dann streng genommen entweder immun oder der Pilz hatte keine Lust oder war nicht ganz infektiös. So, das Wort habe ich gesucht. Ist schwierig. Wir sind dran. Die Forschung ist wirklich intensiv dabei, resistente Eschen zu suchen, Nachkommen resistenter Eschen zusätzlich zu fördern, um eben so Flächen wie diese hier bald auch wieder mit zusätzlichen Eschen ausstatten zu können. Jetzt ist hier eine künstliche Aufforstung nicht erforderlich. Ja, der Reichtum an Pflanzen, die hier stehen, die Hasel wird eh nicht so hoch, die Nüsse dazwischen, die werden groß werden, die sind super wertvoll, das ist total das tolle Holz. Die Eschen dazwischen, hoffentlich werden zumindest ein paar davon groß werden. Hier und da gibt es mal eine Eiche, den Feldahorn, den wir auch schon ein paar Mal gesehen haben. Also den ich ein paar Mal gesehen habe, gezeigt habe ich ihn, glaube ich, nur einmal. Auch der spielt durchaus eine Rolle, hier einen zweischichtigen Bestand hinzubekommen. Ja, viele, wenn wir jetzt hier nur auf Bäume, die tendenziell super hoch werden, die Esche ist unser höchster heimischer Laubbaum, die würde also definitiv sehr hoch werden. Würde man nur auf die Esche setzen, dann müsste man davon ausgehen, dass man hier dann wieder einen richtig hohen Eschenwald, bestenfalls, ne? Also wenn es klappt, gehen wir mal davon aus, es klappt, dann kriegen wir hier einen richtig hohen Eschenwald, so, und darunter nicht mehr viel, weil die Esche dann doch zumindest genügend Schatten produziert von der Krone her, dass da die meisten anderen Baumarten Schwierigkeiten haben, unter der Esche zu stehen, ohne die Esche gleich wiederum umzubringen, ne? Und daher ist es nicht so einfach, eine zweite Waldschicht unter die Esche drunter zu kriegen, ohne eben gleich das ganze Gefüge durcheinander zu bringen. Und da bietet sich dann so ein Feldahorn beispielsweise an, weil der kann problemlos unter der Esche oder zumindest zwischen den Eschen und am Rande von Wegen, wie dem, auf dem man sich jetzt hier gerade befindet, eine gewisse Zwischenschicht liefern, damit zusätzlich für mehr Dunkelheit im Gesamtbestand sorgen. Und mehr Dunkelheit bedeutet weniger heiß, weniger Verdunstung. Das sind so ein paar Punkte, die das an positiven Nebeneffekten bringt. Bedeutet aber auch, dass die Biodiversität, die wir hier jetzt sehen, die enorme pflanzliche Artenvielfalt, wie sie wirklich sensationeller selten zu sehen ist in einem natürlich aufwachsenden Bestand. Hier hat niemand durch Pflanzung nachgeholfen. Ne? Das ist alles 100% Bio, was hier steht. Das geht dann zurück. Ja, das ist auch so. Und darüber muss man sich auch im Klaren sein, dass die Initialphase des Waldes, in der befinden wir uns hier gerade, ne? Der Wald startet neu, wurde runtergefahren und fährt jetzt langsam wieder hoch. Das ist immer viel artenreicher als die Endphase, also auf den ersten Blick wohlgemerkt, pflanzentechnisch artenreicher, weil alle Pflanzen versuchen, gleichzeitig eben das Rennen zu machen und gleichzeitig hier durchzukommen. Und das kann dann eben für viele die Chance geben. Und letzten Endes setzen sich aber dann meistens nur wenige durch. Es sei denn, wir helfen nach und sorgen im Endbestand für eine höhere Artenvielfalt, für eine höhere Baumartenvielfalt, als sich letzten Endes von Natur aus herausbilden würde. Und da kann man auch ernsthaft drüber nachdenken, ob man das nicht vielleicht sogar machen möchte. Einfach aus dem simplen Grund, dass dann eben die Möglichkeit, dass nochmal ein Pilz wie das falsche weiße Stängelbecherchen den Eschenbestand hier zusammenklöppelt, beziehungsweise generell den Wald hier zusammenklöppelt, nimmt ab, je mehr Baumarten wir hier haben. Man spricht da vom, also das Sprichwort, beziehungsweise der Merksatz, der im forstlichen Bereich üblich ist, für Wälder wie diesen lautet: Wer streut, rutscht nicht. Heißt Risikostreuung, wie in der Landwirtschaft. Ja, baust du nur Mais an und dann kommt der große Maisfresskäfer. Den gibt es nicht, habe ich erfunden, egal. Aber angenommen, der kommt, ja, und der frisst sämtlichen Mais auf, ist der Bauer in dem Moment auch schon pleite. Hat der Bauer zur Hälfte Mais angebaut und zur anderen Hälfte meinetwegen Zuckerrüben, dann hat er immerhin noch Zuckerrüben, nachdem sein Mais abhanden gekommen ist. Und hat er im besten Fall sogar nicht nur Zuckerrüben und Mais angebaut, sondern auch
Na was denn? Zum Beispiel, keine Ahnung, noch Raps oder Lupinien oder von mir aus Hanf, mir alles egal. Je mehr man angebaut hat, desto geringer das Risiko, dass da irgendwas abhanden kommt und größere Schäden dabei entstehen. Und dementsprechend gibt es dann also reichlich Möglichkeiten, da darauf zu reagieren, wenn ein Schaden passiert. So, und das gleiche Prinzip versuchen wir jetzt auch langsam mal im Walde anzuwenden und versuchen auch hier eben die Baumartenvielfalt, die Diversität der letzten Endes Nutzpflanzen. Und das hier ist ja nach wie vor ein Nutzwald. Ja, das ist ja kein Urwald oder ähnliches. Und man hat auch nicht im Sinne, in näherer Zeit einen solchen draus zu machen. Es muss auch genutzt werden. Wir brauchen ja das Holz, das wisst ihr, da schwafel ich ja jedes Mal drüber. Aber dadurch erhöht sich halt eben einfach die Betriebssicherheit sozusagen. Und gleichzeitig führen mehr Baumarten in vielen Fällen auch zu einer höheren Biodiversität, zumindest anteilig. Die natürliche Biodiversität, wenn man also einen Lebensraum sich selbst überlässt, muss nicht zwingend immer die höchste sein, die man überhaupt möglicherweise bekommen kann. Künstliche Eingriffe von uns können zu einer deutlichen Erhöhung der Biodiversität führen. Die besten Beispiele sind Wacholder, Orchideen, Magerrasen, sowas in die Richtung. Ohne dass die seit dem Mittelalter beweidet werden und seit dem Mittelalter die Schafe da durchrennen und den Rasen einerseits ein klein wenig düngen, gleichzeitig aber regelmäßig abmähen, entsteht so ein ganz neues Kulturlandschaft geschaffenes Ökosystem, das aber schon so lange besteht, das ist ja seit dem Mittelalter oder noch früher der Fall, dass da die Schafe drüber rennen, dass sich ein ja zwar vom Menschen beeinflusstes und letzten Endes geschaffenes, aber im Lauf der Jahrhunderte artenreiches und wertvolles, wenn man das so nennen möchte, Ökosystem entwickelt hat. Und das Gleiche sehen wir halt eben auch teilweise in Nutzwäldern wie diesem hier. Ne? Also das ist schon lange in der Nutzung. Die große Stadt nebendran und auch die Tatsache, dass man hier seit Ewigkeiten Ackerwirtschaft betrieben hat. Die Kelten waren auch hier in der Gegend. Auch die könnten hier schon den Wald gerodet haben, wissen wir nicht. Aber wäre alles vorstellbar. Also in so einer fruchtbaren Region mit so fruchtbaren Böden, gerade diese Auenböden, je näher man dem Fluss kommt, desto fruchtbarer werden die. Da ist alles drin, was der Fluss irgendwo aufgenommen hat, was er dann fein säuberlich beim Hochwasser über die Landschaft verteilt. Sollten also die Nährstoffe im Boden mal knapp geworden sein, der Fluss beim nächsten Hochwasser legt da wieder welche neue oben drauf. Die werden quasi nach unten eingearbeitet, vom Regenwurm zum Beispiel, der nicht abgesoffen ist nach dem Hochwasser oder der rechtzeitig flüchten konnte. Ja, deswegen heißen die ja Regenwurm, weil wenn es regnet, es trommelt auf dem Boden, es wird nass, der Boden, das Wasser steigt, die kommen raus und kriechen irgendwo hin, wo sie eben nicht absaufen. Man kennt das. Und ja, das ist also so ein bisschen hier natürlich auch der Fall. Und führt eben zu diesem besonders wüchsigen Wald, der im Übrigen auch sehr hohe Zuwächse hat. Das bedeutet, die Bäume wachsen relativ schnell und man muss sich da wenig Sorgen machen, wenn ein Schaden, eben wie der da drüben entstanden ist, dass das nicht mehr wächst. Das wächst schon zu. Natürlich dauert es ein Weilchen, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, dass die Eschenfellmaßnahmen begonnen haben, so etwa 2014, 2013, so irgendwas um den Dreh, ja, und inzwischen sämtliche Eschen wechseln, das auch noch nicht so lange her ist und das Ganze bereits wieder so schön geschlossen ist und man einfach dem Wald los und beim Wachsen zugucken muss, ist das Gesamtergebnis wirklich, wirklich, und ich kann es nur noch mal betonen, absolut zufriedenstellend und sehr, sehr toll. Ja. Ja, und dergleichen gibt es hier noch mehr zu sehen in eben diesem Waldgebiet. Ich will jetzt auch noch nicht zu viel verraten, aber wir gehen zumindest mal noch zum Fluss. Dann mache ich jetzt an der Stelle einen kleinen Schnitt und dann reden wir da noch ein bisschen weiter. Und dann langt das auch fürs Erste. Okay, doch noch nicht Fluss, sondern ein bisschen der dunkle Wald. Tatsächlich hier über uns Altholzbestand noch vorhanden, weshalb es hier ziemlich duster ist. Gerade wenn es die Kamera nicht besonders auffällt, was sie tut. Aber insgesamt gerade auch, wie gesagt, wenn man hier aus der Sonne reinläuft, ist man wirklich überrascht, wie dunkel das hier eigentlich ist. Und was ihr hier seht, ist jetzt vielleicht ästhetisch auf den ersten Blick nicht besonders schön. Wir haben mehr oder weniger braunen Boden. Überall, da wächst nichts, da ist nichts auf dem Boden drauf. Der ist total
überall kahl und leer und hässlich. Könnte man meinen. Ist aber tatsächlich genau das Gegenteil der Fall. Wir haben es hier mit extrem nährstoffreichen Hochleistungsböden zu tun, die zumindest für die richtigen Pflanzen, das ist die Voraussetzung, außerordentliche Wuchsleistungen vollbringen können. Die Tatsache, dass hier kein Laub rumliegt, liegt daran, dass die Mikroorganismen, die im Boden aktiv sind, oder fast kein Laub rumliegt, ne, so schnell sind im Zersetzen der Laubschicht, dass es hier quasi fast gar keine Auflage Humus gibt. Natürlich kommt dann noch entsperrend dazu, dass das zum Teil auch weggespült wird, wenn dann halt hier eben gerade mal Wasser steht. Das auch, aber der Boden ist wunderbar braun. Würde man hier jetzt noch ein bisschen graben, dann wird er sogar noch bräuner, ein bisschen schwärzlich. Ich will jetzt hier nicht anfangen, Löcher zu buddeln, das führt alles zu weit. Das machen wir dann gegebenenfalls mit euch vor Ort, wenn ihr Lust habt. Aber ja, ne, also wirklich Hochleistungsstandort, außerordentlich fruchtbar. Deswegen hat man es ja trockengelegt. Ja? Das ist ja der Grund für den Damm, den alten, den jetzt Wegstamm, dass man hier ja genau das erreichen wollte. Man wollte hier, und ihr seht, da hinten geht es wieder hoch und ich befinde mich hier so gefühlt in einer kleinen Senke. Ja, das ist auch kein Zufall, weil gerade hier sammelt sich das Wasser, hier sammeln sich die Nährstoffe durch das Wasser eingetragen. Hier wird Schlamm, Schlick, Sand, was auch immer vom Fluss hin transportiert, hier deponiert und sorgt für eine ständige frische Nährstoffzufuhr. Ich hatte es eben gerade erklärt. Und wirklich Hochleistungsstandort. Und man riecht das auch. Es hat hier so einen eigentümlichen, leichten, mit einem Hauch von Verwesung Geruch, so man dann eine gute Nase hat. Das ist aber ein gutes Zeichen. Das bedeutet einfach der biologische Abbau von allem, was hier an totem Material rumliegt, wie so im Stamm. Geht unglaublich schnell, das wird sofort wieder in die Substanz des Bodens integriert und steht der nächsten Baum- oder sonstige Pflanzengeneration sofort wieder zur Verfügung. Die Nährstoffe sind gleich wieder nutzbar und es kann weiter gewachsen werden. Ja? Also das ist schon eine Besonderheit, das ist jetzt nichts, was andere auch Wälder nicht auch hätten, aber insgesamt im Vergleich zu Wäldern, die nie Überschwemmungen erleben, kann das ein Vorteil sein. Es hat natürlich auch Nachteile, siehe hier, ne? So sieht man halt aus, wenn man dann leider eben das Problem hatte, dass der Boden etwas weich gewesen ist, ein wenig Wind dazu kam. Vielleicht war der Boden zu dem Zeitpunkt gerade auch noch durchgeweicht. Und dann kann auch mal etwas, das eigentlich nicht besonders groß ist und keine allzu große Windangriffsfläche hat, sollte man meinen, wie unsere Hasel hier, eben trotzdem auch mal umgeworfen werden, wenn es dumm läuft. Ja, also hat alles Vor- und Nachteile und Windwürfe von jeder größeren Hasel, die wir hier finden können, sehen wir hier recht viele. Übrigens auch noch der Vollständigkeit halber, warum hier so schön aufgeräumt ist, liegt zum Teil auch an den Schweinchen, die hier sehr aktiv sind und sich hier eben auch die Haseln schnappen, die Haselnüsse schnappen, wenn die dann mal runterfallen durch den hohen Haselanteil, ist das hier durchaus auch der Fall. Also es sind viele, viele Faktoren, die grundsätzlich sowieso immer jedes Ökosystem prägen. Es ist immer nicht nur der eine Faktor und der macht alles aus, sondern es sind immer viele. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Die Natur ist wahnsinnig komplex und Wälder erst recht, weil die sind das Komplexeste, was wir an terrestrischer Natur, also die außerhalb des Wassers, überhaupt haben in Mitteleuropa und auch auf dem Rest der Welt. Ja, und damit sind wir jetzt hier am Wasser angekommen. Das sieht man gar nicht, weil ich bin begeistert. Ich war auch schon ein paar Tage nicht mehr hier. Also ein paar viele, viele Tage. Es ist fast unmöglich, überhaupt bis zum Wasser zu laufen. Guckt euch mal diesen Dschungel hier an. Ja, durchkommen, da soll irgendwie der Weg sein. Gar nicht so einfach. Insbesondere, da hier außerdem noch Brennnesseln sind. Und jetzt kommt da noch irgendwas anderes Pieksiges und also wenn man sich hier nicht wehtun möchte, ist es wirklich ziemlich schwierig, das Wasser zu erreichen. Im Wesentlichen dürften es Tiere sein, die überhaupt noch das Wasser erreichen und ein richtig schönes, tolles Dickicht, alles wahnsinnig zugewachsen und da haben wir es dann doch, das Wasser. Da kommt gleich ein Schwan ins Bild. Ich habe ja keinen Zoom mit der Kamera, aber der ist da, der ist hoffentlich gleich zu sehen. Schwan, also das Weiße, dieser kleine weiße
weiße Punkt ungefähr in der Bildmitte. Ne? Ja, herrlich. Ein wunderschöner Ort. Generell hat man auch das Gewässer selber, also die Murg, selbst renaturiert. Die hat jetzt also viel mehr Struktur. Man hat ihr ein paar Seitenarme zurückgegeben. Man hat auch den Damm auf der anderen Seite rückverlegt. Es ist einfach wunderbar, wie schön hier sich jetzt einfach die Natur alles zurückholt. Der Fluss hat hier und da mal wieder eine Sandbank. Das gab früher auch alles nicht. Das war einfach ein Kanal, bevor man eben diese Renaturierungsmaßnahme durchgeführt hat. Total langweilig, auf gemähtem Rasen entlang des Flusses geradeaus gehen konnte man. Das war's. Ja, jetzt muss man sich hier buschmannmäßig durchs Unterholz arbeiten, beziehungsweise durchs Gestrüpp und durchs Dickicht und findet dann raus, dass man ans Wasser gar nicht rankommt, eben weil alles schön dicht und genau so ist, wie es sein muss. Ja, und wenn jetzt hier noch ein Hochwasser dazukommt, dann ist das hier völlig unbetretbare Landschaft für Homo sapiens, wie meiner einer. Und man will hier erstens nicht her und zweitens, man könnte es auch fast nicht, wenn man sich nicht enorme Mühe geben würde und kein Problem damit hat, von diversen stacheligen oder brennnesselartigen oder sonstigen Pflanzen zerlegt zu werden. Davon abgesehen, Mücken hat sie auch jede Menge. Und ja, ihr seht hier jetzt nicht viel, einfach weil es gerade so eine Rückeroberung, so ein schlagartiger, blühender, wachsender Rückeroberungs, ja, das, ich nenne das jetzt einfach mal so, ne? Prozess ist, der hier abläuft und einfach Riesenspaß macht. Wir versuchen doch noch ein paar Schrittchen ans Wasser zu kommen in der Hoffnung, dass ich hier nicht allzu sehr versengelt werde, wenn ich durch die Brennnesseln breche. Hier wieder Schwein, ne? Und ja, nur dass wir da unten einmal wenigstens durchgeguckt haben. Und ja, da hinten ist so eine besagte Sandbank. Ja, jetzt auch in der Bildmitte. Wunderschön geworden. Also das war einfach ein Kanal. Das war ein total stinklangweiliger Kanal. Man hat hier eigentlich so gut wie nie Tiere gesehen. Jetzt gibt es den Schwan da hinten und diese kleine Stromschnelle. Und also man kann wirklich nur größtes Lob an diejenigen, die sich, boah, da hinten flog auch gerade irgendein tollerer Vogel, wahrscheinlich nur ein Graureiher, aber hey, immerhin, den gab es hier früher auch nicht. Ja, und der Schwan macht Gymnastik, danke Schwan, und ja, ne, Quark, das war auch gerade der Graureiher, ich weiß nicht, ob man den jetzt gehört hat. Das ist es im Grunde. Ne? Ich hoffe, ich bin zu verstehen gewesen. Das Problem ist, ich habe hier ein eindirektionales Mikro und ich komme immer durcheinander, wenn ich da dauernd unterwegs die Richtung, in die das Mikro aufnimmt, umstelle. Aber ja, das ist hier unser Gebiet gewesen. Ne? So, und damit am Schluss jetzt wie angedroht noch der kleine Werbeblock. Dafür muss ich aber kurz meinen Zettel suchen, den ich dafür noch dabei habe. Also, wer Lust hat, hier dieses Gebiet ein bisschen näher kennenzulernen mit meiner Person, wohlgemerkt, wir gehen nicht hierher. Ne? Das ist einfach sehr unwegsam. Das kann ich mit einer Gruppe nicht machen. Abgesehen davon, eine Gruppe ist auch eine gewisse Störung der Natur. Ich bin's auch. Da kann man sich streiten, inwiefern man bereit ist, eine einzelne Person, die hier rumstört, zu akzeptieren. Tatsächlich ist es, da es kein Betretungsverbot für dieses Gebiet gibt, schon legal, hier rumzulatschen, als Gruppe dann hingegen allerdings nicht mehr. Ne? Also von daher nur kurz am Rande angemerkt. Aber nichtsdestotrotz werden wir noch ein paar andere Aspekte, die ich noch überhaupt nicht angesprochen habe, dieser Landschaft auf unserer Rundwanderung dann näher kennenlernen und uns das Gebiet ein bisschen anschauen und vor allen Dingen hier und da auch mal wirklich ein bisschen zwischen die Bäume gucken. Und ja, ich denke, es ist eine abwechslungsreiche, insgesamt sehr interessante Runde in diesem wirklich einzigartigen Renaturierungsprojekt, das gleichzeitig aber eben auch noch Holz liefert. Ja? Naturschutz und Nutzung müssen wirklich kein Widerspruch sein. Wenn man das vernünftig miteinander verbindet, mit einem gewissen Feingefühl, mit einem gewissen Fingerspitzengefühl, dann funktioniert das auch beides gleichzeitig. Zumal Auwälder bzw. Auenlandschaften wie diese hier immer einer großen Dynamik unterliegen. Das war schon immer so. Und ob man da jetzt zusätzlich hier und da mal noch einen Baum rausnimmt, wenn es soweit ist, das ändert an der Tatsache, dass hier eine Riesendynamik herrscht, nur sehr wenig. Die Lebenserwartung der Bäume, die hier natürlich vorkommen, die Weiden hier am Ufer beispielsweise, ist auch nur sehr, sehr gering. Und damit ist ein steter Wandel, ein schneller Wandel vor allen Dingen, nicht jahrhundertelang der gleichbleibende Wald. Das gibt's auch in anderen Waldökosystemen. Hier aber nicht. Ja? Und das macht Nutzung hier umso wenig schlimm. Ja?
würde ich zumindest meinen wollen. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Wenn ihr eine andere habt, könnt ihr auch gerne vorbeikommen und es mir persönlich sagen. Und zwar am 14.10. Und zwar erfolgt die Anmeldung in diesem Fall über die Volkshochschule. Wie gesagt, das ist ja ein Volkshochschulkurs. Und ich darf aber Werbung für machen. Ich habe mir das extra nochmal bestätigen lassen, dass ich das darf. Das Ganze geht los um 13.30 Uhr. Das heißt, es wäre auch ein bisschen Zeit für die Anreise. Wer mag, kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln recht nah, ja ziemlich nah sogar an den Treffpunkt rankommen. Da gibt es eine Bushaltestelle. Das könnte dann bestimmt alles rausfinden, wie man da hinkommt. Wenn es Schwierigkeiten gibt, gerne bei mir melden. Da kann ich auch ein bisschen nachhelfen. Das ist eine Tour, die liegt mir sehr am Herzen. Und daher würde ich mich da wirklich freuen, wenn da noch ein paar Leute mitmachen möchten. Der Kostenpunkt ist 22 Euro für 3 Stunden. Wer hinterher noch Fragen hat, darf mir gerne noch Löcher in den Bauch fragen. Ich wohne hier gleich um die Ecke und habe dann jede Menge Zeit. Nur ist einfach wirklich die Veranstaltungsdauer ein bisschen gedeckelt, damit man niemanden, der mich noch nicht kennt, allzu sehr vor den Kopf stößt, indem man da jetzt sagt, ja, so 7 bis 8 Stunden dauert es ungefähr und wir laufen circa 1,5 Kilometer. Das kann man das Ganze nicht machen. Das ist wirklich dann nur für die Hardcore-Hutträger unter uns oder imaginären Hutträger zumindest. Ihr wisst ja, Hut, Hort des Wissens, und damit nicht allzu viel Waldwissen verloren geht und so weiter und so fort. Und da ist eine fiese Mücke, die meine Kamera heimsucht und mich nervt. Ja, also 14.10. wäre das Ganze. Wie gesagt, gerne, wenn hinterher noch Fragen sind, also die Veranstaltung ist pünktlich zu Ende, aber möglicherweise können wir dann vielleicht auch noch mal ein paar Schrittchen noch mal zurück in den Wald machen vom Endpunkt aus, wer dann noch Lust hat und so weiter. Also ich sag jetzt mal inoffiziell Open End. Zumindest eben, was noch ein bisschen rumschleichen und noch ein paar Fragen angeht. Ja, nur einfach, damit sich das dann auch lohnt. Für die Preisgestaltung kann ich nur so halber was. Ein ganz kleines bisschen was verdienen wollte ich damit, weil sonst komme ich mir dann doch dämlich vor, dass ich das Ganze hier für Umme mache und woanders dann immer relativ viel Geld verdiene. Das ist für mich nach wie vor auch nicht lukrativ, muss ich sagen. Ne? Also Geld verdienen tut man als VHS-Dozent definitiv fast gar nicht. Aber mehr als nur ein winzig kleines Taschengeld wollte ich halt dann doch gerne haben. Und dadurch ist der Preis, wie er jetzt ist, so zustande gekommen. Das kann man bei künftigen Veranstaltungen, wenn sich das nochmal wiederholt, und da bin ich gerade in Verhandlungen, beziehungsweise das wird sich wahrscheinlich wiederholen, nur noch keine Ahnung zu welchem Termin, dann wird es hoffentlich auch ein bisschen günstiger. Weil die wissen ja auch nicht, wie viele Anmeldungen es gibt. Und dann muss man halt die Kosten auf relativ wenige Teilnehmer umlegen. Sollten dann doch viele kommen, dann gibt es halt Gewinn. Sollten dann halt wenig kommen, dann zahlt die VHS quasi ein bisschen drauf, weil mein Honorar fix ist. Und das ist ein bisschen anders, als wenn ich das alles komplett selber organisiere. Ja, aber ich komme schon wieder vom Hundertstel ins Tausendstel, was es hier zu sehen gibt, habt da gesehen. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn da noch ein paar Leute Lust haben, hier mitzukommen. Wie gesagt, 14.10. um 13.30 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten, Näheres dazu findet ihr im Link, den ihr unter dem Video findet. Und da könnt ihr euch dann über die Volkshochschule auch anmelden. Da habe ich dann auch keine Arbeit mit und meine Frau auch nicht. Von daher ist das auch irgendwie wieder ein ganz netter Deal, so in Anführungszeichen. Ne? So, zweiter kleiner Mini-Werbeblock und dann haben wir es aber auch bald. Es gibt noch neue Termine vor allen Dingen und neue freie Plätze für meine allseits beliebte Siegen-Tour, also Wanderung bei Siegen an der... Bei Neven spricht man es aus, im schönen Siegerland, im Bereich dessen, wo wir leider auch die größten Waldschäden, neben abseits vom Harz, gibt es da die größten Waldschäden, die Deutschland leider erleiden musste. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr, sehr viele Hoffnungsträger, sehr viele Waldbilder, die außerordentlich zukunftsfähig sind. Und dieses Nebeneinander, neben großer Zerstörung, wenn man es so nennen möchte, temporär, na, das wächst ja alles nach, aber zumindest erstmal großer Zerstörung und gleichzeitig den besten Wald, Bildern, die man sich für die Region überhaupt nur wünschen kann. Zum Beispiel gibt es da einen wirklich herausragenden Douglasienbestand, der außerordentlich wuchsmächtig ist. Riesenbäume, sowas habt ihr möglicherweise tatsächlich noch gar nicht gesehen, wenn ihr da nicht schon mal dabei wart. Und eine Herbstführung in Siegen, und zwar am 28. und 29.10. ist immer besonders reizvoll, weil die Herbststimmung damit unter doch sehr schön sein kann. Ich hoffe, dass wir einen späten Herbst bekommen und dann vielleicht sogar noch ein bisschen was von Buntfärbung der Blätter haben. Das kann ich natürlich nicht garantieren. Man weiß nie genau, wann das sein wird im Voraus. Aber sollte das der Fall sein, lohnt sich das sehr. Es gibt einen sehr schönen alten Buchenwald entlang der Tour, einen einzigartigen alten Buchenwald, der so in dieser Form, habe ich noch nie einen gesehen, noch nie keinen zweiten jemals gesehen, wie dieser sehr einzigartige
einzigartige Buchenwald. Das Siegerland hat außerdem die Nachhaltigkeit erfunden, die nachhaltige Forstwirtschaft erfunden in der Praxis, nicht dem Namen nach, und es hat sie leider auch nicht exportiert bekommen, weil es in anderen Regionen nicht attraktiv gewesen wäre, das System zu übernehmen. Aber auch das werden wir uns angucken. Wir setzen uns ein klein wenig mit der Geologie auseinander, ein klein wenig mit Wald als Trinkwasseraufbereitungsanlage sozusagen, ein klein wenig mit den frühen Bewohnern des Waldes, also menschlicher Art, und eben jede Menge verschiedene Waldbilder, die mal mehr, mal weniger und mal unter welchen Bedingungen und warum überhaupt zukunftsfähig sind oder eben nicht zukunftsfähig. Meine Siegenrunde ist die erste Tour, die ich jemals gemacht habe. Ich kann also auch immer mal erwähnen, vor 3 Jahren sah es hier so aus, vor 4 Jahren sah es hier so aus, vor 5 Jahren sah es hier so aus, und weiter in die Vergangenheit reicht es dann nicht mehr. Aber immerhin, und das ermöglicht einfach noch mal ein paar andere Dinge. Es sind für Leute, die da vielleicht noch mal Wiederholungstäter machen wollen, sollte es da jemanden geben, nur wenn ihr jetzt schon seit 3 Jahren, 4 Jahren nicht dabei wart. Ja, dann könnt ihr von mir aus gerne nochmal den Wiederholungstäter machen. Sonst kann ich es guten Gewissens nicht empfehlen, weil so viel hat sich dann auch wieder nicht verändert. Aber wer zuletzt eben vor ein paar Jahren dabei war, da kann man drüber nachdenken, ne? Weil es gibt immer mal wieder ein paar Neuigkeiten. Ich habe die Route nichts geändert, aber die Sehenswürdigkeiten entlang des Weges sind zum Teil andere. Manches ist weg, das wird euch vielleicht fehlen. Dafür ist anderes dazugekommen, dass ihr euch nicht erinnern könnt, weil es neu ist. Das sind also so die Möglichkeiten. Haken ist eine recht weite Wanderstrecke. Je nachdem, wen man fragt, sind es 13 bis 15 Kilometer. Und es sind auch ein paar Höhenmeter dabei, circa 300 rauf und 300 runter. Wen das nicht abschreckt. Wen das abschreckt, kann ich ja selbstverständlich auch vollkommen nachvollziehen, ist schon ein bisschen eine gute Tour, sage ich jetzt mal, ne? Vom physischen, vom körperlichen her. So, und damit herzlichen Dank fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn es für Siegen noch ein paar Anmeldungen gibt. Ich mache es aber auch gerne mit wenigen Leuten. Bin sowieso in der Region, gucke mir da noch ein bisschen was an, genieße den Herbst. Ich mag den Herbst. Und würde einfach mit den Leuten, die Lust haben, dann auch noch eine kleine Tour machen wollen. Beziehungsweise 2 kleine Touren. Es sind ja jeweils der Samstag und der Sonntag. Also der 28. und der 29. Und damit bin ich raus. Bedanke mich herzlich, auch gerade bei denen, die sich jetzt den Werbeteil noch angetan haben, und bis zum nächsten Mal und vielleicht eventuell sogar bis demnächst, genau, also nicht exakt hier, aber ein Stück weiter da vorne. Macht's gut. Tschüss.